Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf Xerixen. Ja, heute geht es weiter mit einem ganz besonderen Video, wo sehr viele von euch sich schon drauf gefreut haben. Aber vorab möchte ich kurz sagen, wundert euch bitte nicht wegen meiner Stimme, die können sich ein bisschen komisch anhören. Jetzt, wo nämlich gerade die Herbstferien losgehen, bin ich natürlich erkältet, so viel Glück wie ich habe. Aber natürlich will ich für euch trotzdem weiter guten Content und gute Videos für euch bringen. Deswegen mache ich für euch heute so ein besonderes Video in Anführungsstrichen. Viele von euch haben sich auf dieses Video gefreut. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll. Und zwar schaue ich mir heute ein ziemlich altes Video von mir an. Ihr seht hier, das Video werden wir uns heute zusammen anschauen. Eldercraft Part 2, offizieller Start des Projektes, LPT mit Vincent386. LPT steht übrigens für Let's Play Together. Das Video ist vom 7.06.2014 um 16.55 Uhr. Und wie ihr seht, das schon privat, denn man muss sich für das Video einfach schämen. Und deswegen habe ich es ehrlich gesagt offline genommen. Aber ja, wir werden uns das heute mal zusammen angucken. Und ich hoffe, dass ich mich nicht zu sehr schämen muss. Aber wir wollen uns das einfach mal zusammen anschauen. Natürlich werde ich das euch schön kompakt zusammenschneiden. Und wir legen einfach mal los. Und Achtung, bevor es losgeht, achtet bitte erstmal auf die Voice. 3, 2, 1, go! Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt auf meinem Kanal. Also dazu muss ich ja, glaube ich, einfach gar nichts mehr sagen, ne? Heute geht's los mit, mit einem einigermaßen großen Projekt, wie ich es mir vorstelle. Auf dem Server. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Cool, ne? Und dabei ist Vincent386. Hallo. So, natürlich werde ich ab und zu vielleicht auch mal kurz Pause machen. Und das ist vielleicht schon die erste Szene, Leute. Schaut euch mal an. Diesen Typen, diesen Vincent386, Gruß an der Stelle. Aber ich glaube nicht, dass du das Video sehen wirst. Aber wenn, dann wäre es vielleicht cool. Diesen Typen kannte ich vielleicht gerade mal seit 20 bis 30 Minuten. Ich habe einfach im Chat gefragt, will einer aufnehmen? Und er hat sich halt gemeldet. Und ihr seht auch, wie ich einfach den Namen ablesen muss, weil ich ihn gar nicht kannte. Schaut mal, wie ich ihn ablese. Und dabei ist Vincent386, hallo. Vincent386, muss ich richtig ablesen. Also entmotiviert und auch richtig schön vorgestellt, um was es gehen soll. Beziehungsweise was das Projekt genau soll. Heftig emotional. Richtig Bock gehabt. Nee, Spaß, ich hatte damals echt Bock drauf, aber ich weiß nicht. Hat sich wohl nicht so angehört. Einen Beruf auswählen. Da gibt's hier an dieser Leiste einige Berufe zu wählen. Aha. Ich bin einer, den die meisten nehmen. Ich bin der Bergmann. Okay, also. Nur weil der YouTuber so heißt oder was? Vincent binde ich halt irgendwie überhaupt nicht ein. Halt die Kohle. Ja, das ist hier meine Wohnung. Ja, hast du gerade schon mal gezeigt, ne? Hotel. Erinnerst du dich noch? Ja, ich hab Aber ich muss sagen, Eldercraft ist ein echt geiler Server. Oder? Also das ist echt ein guter Wirtschaftsserver mit Kaufen, Verkaufen. Gibt's auch immer noch. Ich bin da voll im Boden rumgebackt. Bist du am Hotel? Das bei dem Schiff, und da hatte ich natürlich damals noch mein Bambus-Mikrofon, hört man wahrscheinlich auch. Also, und noch meinen alten Bambus-PC. Ich meine, können wir mal schauen. Ja, stimmt, ich glaube schon. Ja, okay, 720p 30 FPS, immerhin HD, ne? Aber ob das wirklich 30 FPS sind, wage ich sogar mal zu bezweifeln. Ich war ja damals auch Pate auf dem Server. Also es ist ein bisschen wie Mod so. Da muss man den Anfängern so helfen. Ah, genau, seht ihr auch hier. Hat eine Partneranfrage gesendet. Konnte man dann annehmen, da war ich halt Partner. Also eine Art wie, ja, Moderator vielleicht nicht. Aber halt Anfänger-Support. So ein bisschen zeigen, wie das so funktioniert. Gibt es erstmal unterschiedliche Welten. Einmal hier die Abbauwelt. Dann irgendwie die Städte. Ja, Städte. Mega gut erklärt. Ja, warte. Die Abbauwelt und. Ja, alles Städte. Ja, ich geh mal. Städte. Guck uns jetzt einfach mal hier erstmal die Städte an. Ach. Und hier übrigens diese schwarzen Balken da oben, das ist übrigens nicht hier Aufnahmefehler, sondern ich hatte damals gar nicht das richtige Format. Also es war gar nicht Vollbild. Ich weiß ja gar nicht, mit was ich aufgenommen hatte. Warte. Ja, ich geh jetzt mal in die Abbauwelt. Ja, das wolltest du schon vor 5 Minuten. Jetzt beweg dich mal. Warst du schon mal im Kerker? Ja. Ich war auch schon mal im Kerker. Ach ja, stimmt, der Kerker. Da hab ich so einen riesen Smiley geschrieben und das war dann Spam. Und hier ist die normale Abbauwelt, die wird hier. Oh, ne, dazu muss ich auch mal was sagen. Es gibt ja, wie gerade gesagt, so den sogenannten Kerker. Das ist ein geschlossener Raum, da kommt man rein, wenn man irgendwie Scheiße baut, wenn man beleidigt, klaut oder irgendwas. Und ich wurde einmal gebannt,
und zwar für immer gebannt, aus folgendem Grund. Also nicht in Kerker. Kerker ist ja noch, man kann auf dem Server joinen, aber ist halt so in einen Raum eingesperrt und kann keine Befehle ausführen. Aber ich wurde mal gebannt, weil ich zu einem Freund geschrieben habe, komm mal bitte auf den gommahd.net.ts. Und das war dann Fremdwerbung. Und deswegen wurde ich gebannt. So, jetzt gehen wir farmen. Seht ihr, die ganzen Sucht, die ist hier alle... Das war, alle abbauen. Es gibt ja so einen Mod, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Der zeigt einem dann alle Rohstoffe an, wo die sind. Ja, nennt man ja nicht X-Ray. Nee, überhaupt nicht. Das ist mit Sicherheit nicht X-Ray, bestimmt und, nicht. Und ist auch ein Mod. An. Ist kein Hack, sondern ein Mod. Also, aber es ist auch fast jeder Baumann irgendwie. Es was? Gibt ja Baumann? Berufe irgendwie wie die Leute, die da die Tränke brauen. Warte, Baumann? Die Extrems, also wirklich. Also, aber es ist auch fast jeder Baumann irgendwie. Baumann. Ja, ich glaube, ich meinte Bergmann. Die Leute, die da, die und da waren auch diese dunkelblauen Dinger. Diese dunkelblauen. Ach, warte. Dieses Lapis Lazuli. Ach, das. Ja. Was? Ja. Ich wusste nicht, dass Lapis Lazuli heißt. Ah, hier ist noch mehr. Ja, und jetzt bin ich AFK oder was? LOL. Hattest du schon mal einen Marktplatz? Ob ich da schon mal war? Nee, ob du schon mal hattest, einen Marktplatz. Ach so, nö. 5000 ist ja nicht so, als wären das nur Marktstände, ja, und der Platz, den würde man Marktplatz nennen. Aber ja, gut. Und hier leckt das immer. Leckt das bei dir auch immer so? Wo? Da bei den Admin-Shops und Marktplätzen. Und das liegt wahrscheinlich an deinem PC, ne? Bei mir immer richtig, ganz komisch irgendwie. Das liegt, glaube ich, eher an deinem PC, anstatt an dem Server. Okay, also geht man hier einfach rein. Also ich will ja nicht sagen, dass meine Videos wirklich scheiße waren. Aber unterhaltungswert ist das nicht wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Die nächste Folge kommt dann auch, denke ich. Ja, kommt dann bald. Mega emotional. Ja, ciao, hau rein. Und ich will nicht wissen, was das hier für Videovorschläge sind. WTF. Nee, Leute. Es ist schon ziemlich krass, was sich da jetzt verändert hat mit der Zeit. Ich fand's einfach nur lustig. Ihr könnt mir jetzt gerne mal schreiben, wie ihr dieses Video fandet und mir gerne noch ein Abo da lassen, wenn ihr noch mehr von meinem Content sehen wollt. Da verpasst ihr nämlich kein Video mehr. Jetzt habe ich hier noch ein paar Videovorschläge mit der neuen Endcut, die ihr auch mal gerne bewerten könnt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.